Ja, hallo und willkommen zum ersten Video in diesem neuen Format. Neuen Format sage ich, weil ich jetzt montags und freitags immer ein Video hochladen werde und dieses hier wird das erste sein, was dann morgen erscheinen wird. Und zwar dreht sich heute alles in Cube World um die Pets, weil die Pets einfach eine große Rolle spielen und ich hoffe, ich kann dann viele Fragen von euch damit beantworten. Ja. Zunächst gibt es, kann man eigentlich fast jedes Tier in Cube World sehen. Ich zeige euch einfach mal ein paar Beispiele hier. Ich habe zwar nicht viele. Ein Bunny, ein Maulwurf, ein Collie, ein Schleim oder halt auch das Alpaka. Wie man hier zum Beispiel beim Schleim sehen kann, habe ich es Schleimi genannt. Ich weiß, nicht sehr fantasievoll, aber immerhin. Wie könnt ihr dann zum Beispiel eurem Schleim oder euer Pet eher gesagt einen Namen geben? Ich zeige es euch einfach mal an meinem Alpaka. Ihr drückt einfach nur Enter, also wie wenn ihr in den Chat gehen würdet, gibt dann Slash, Slash, Name Pet ein und nennt es dann zum Beispiel Spooky. Und schon heißt euer Alpaka oder euer Tier Spooky. Wie ihr seht, habe ich das im Chat schon mal eingegeben, weil ich da gefailt habe. Aber okay. Ja, wir werden jetzt nochmal auf die verschiedenen, ja, Grundsachen der Pets einzeln eingehen, wie zum Beispiel wie mit dem Reiten und mit den Petarten und so weiter und so fort. Und ich sag da mal, ja, Film ab. So, jetzt kommen wir zu den verschiedenen Petarten. Zunächst haben wir hier Nahkampf-Pet, einer der am häufigst vorkommenden Haustiere in Cube World, greift Gegner im Nahbereich an. Als Beispiel habe ich hier einen Pinguin genommen. Fernkampf-Pet. Sie greifen anders als die Nahkampf-Pets von Weitem an und sind nicht ganz so häufig. Also sie kommen nicht so häufig vor, aber sind auch nicht wirklich selten. Heal-Pet. Heal-Pets heilen dich und deine Verbündete. Hier als einziges bekanntes Beispiel ist hier der Spitter zu sehen. Und dann noch Tank-Pet. Diese Pets haben mehr Rüstung und Leben als andere, machen aber einen geringen Schaden. Hier gibt es nur die Turtle bis jetzt als Beispiel. Wie zähme ich ein Pet? Ja, ein Pet zähmen in Cube World ist eigentlich gar nicht schwer. Man braucht nur die richtige Nahrung für das Pet und halt das dazugehörige Tier. Die Nahrung kann man von anderen Mobs droppen oder sich in der Stadt beim Händler des Vertrauens kaufen. Ja, wenn ihr wissen wollt, welche Nahrung welches Tier braucht, ich werde nochmal in die Beschreibung eine Liste machen, welches Pet welche Nahrung braucht. Wenn ihr diese dann habt, müsst ihr sie nur noch auswählen und zwar entweder reinziehen oder mit einem Rechtsklick einfach in den einfach drauf machen und es geht automatisch in den Pet-Slot. Dann geht ihr mit dieser Nahrung zum Tier hin und das Tier verspeist nach und nach die Nahrung. Und zack, habt ihr euer eigenes Pet in Cube World. Wie kann ich auf einem Pet reiten? Ja, um auf einem Pet in Cube World reiten zu können, gibt es eigentlich nur zwei Voraussetzungen. Zunächst sollte man den Skill Reiten geskillt haben. Das heißt, man braucht ein bestimmtes Level. Ja, dann braucht man nur noch ein Pet und muss dann R drücken und zack, ist man auf dem Pet drauf. Falls das Pet mal nicht mehr beritten werden will, liegt das daran, dass es Durst hat. Man kann es oben links in der Spalte sehen, wo das Pet angezeigt wird, diese Tropfen oder Luftballons. Wenn das der Fall ist, muss man eigentlich nur mit dem Pet in einem See oder in eine Wasserstelle gehen. Und ja, das Pet trinkt dann automatisch und die Luftballons füllen sich wieder auf. Was mache ich, wenn mein Pet tot ist? Falls euer Pet mal im Fight stirbt, bloß keine Panik. Wenn der Gegner dann tot ist, wird euer Pet meist automatisch an eurer Stelle wiederbelebt. Falls nicht, drückt die Taste T, denn die Taste T ist im Cube World die Taste, wo euer Pet hergerufen wird zu eurer Position. So, ja, das war mein kleines Video über Pets in Cube World. Ich hoffe, es hat euch allgemein gefallen. Ihr könnt gerne Kritik und ja, auch gerne ein Abo könnt ihr da lassen oder kommt einen Kommentar. Und bedanke mich fürs Zuschauen und bis demnächst.